Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Star Wars Outlaws drin und machen die Hauptstory weiter. Ankh hat scheinbar eine Blasterverbesserung für mich. Das machen wir jetzt und danach müssen wir weitere Crewmitglieder finden und anheuern. Ich würde vermuten, dass wir danach vielleicht nach Tatooine gehen, wenn wir hier keine weitere Hauptmission haben. Die Werkbank war voller Schrott, okay. Tja, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Oh, no, Badatinka. Chicha, mein, die Five. His Boro Grabo Tonko Miki Juno, die Chusa, Cha, and Opa Panksa. Oh, das ist gut. Wie hat er denn vor, dafür zu bezahlen? Kaji Jama, no, Badatinka, Patasu. His Nummer so gut. Ende 5 lässt sich schon was einfallen. Okay. Was ist denn die Konfiguration Schuss? Bei Plasma und bei Power. Lass uns mal Power gucken. Blast. Eine improvisierte Power-Modul-Konfiguration, die einen schweren Plasmaschuss abfeuert, der beim Einschlag explodiert. Aber ist das nicht das gleiche wie das hier? Machen wir mal zusammensetzen und ausrüsten. Hört sich nicht viel anders an als das, was wir schon haben. Der Schuss sieht vielleicht etwas stärker aus. Und was ist hier bei Plasma? Könnten wir verbesserte Genauigkeit machen bei leicht. Aber wir sind ja momentan bei diesem Schnellding, dass wir einfach ein bisschen schneller schießen. Und um ehrlich zu sein, gefällt mir das ganz gut, auch wenn das nicht so viel Schaden macht. Deswegen lassen wir das erstmal so, wie es jetzt ist. Und machen das nicht, weil Transparenstahl und Strahlenbeschleuniger könnten wir auch hierfür zum Beispiel brauchen. Bei der verbesserten Genauigkeit für dieses Schnellding. Deswegen machen wir das erstmal nicht. Was haben wir denn für eine Gelegenheit in der Nähe? Zwei Gelegenheiten sind in der Nähe. Aber ich würde ganz gerne erstmal jetzt noch ein bisschen die Story weitermachen. Der Druidenschmied ist auf Akiva und das Schwergewicht auf Tatooine. Deswegen würde ich vermutlich ganz gerne jetzt erstmal nach Tatooine gehen. Da vielleicht auch ein paar Aufträge annehmen und so. Und dann könnten wir ja auch mal gucken, ob wir hier so wirkliche Schmuggelaufträge, Sabotageaufträge annehmen, aber das wäre dann vielleicht für eine Folge danach. Erstmal jetzt nach Tatooine. Okay. Jalen sagt, er würde gern mit dir per Holo im Cockpit reden. Okay, dann reden wir erstmal über Holo im Cockpit, nehmen die Syndikatsdaten auf und lesen mal kurz. Ich hab gehört, dass du ein paar Freunde gemacht hast und ein paar Feinde, aber das hatten wir schon gelesen von Danka. Bis später. Das hatten wir schon gelesen. Also jetzt mit Jalen quatschen. Danka hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Hey, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag Danke, dass ich dabei bin. Okay, aber ich dachte, Jalen will sich mit uns über Holo unterhalten. Okay, ruf Jalen zurück, wenn du Zeit hast. Ja, aber wie? Lass uns mal mit ihm reden. Hey, Andy 5. Sag mal, bei allem, was du über Syndikate weißt, wolltest du mal einem beitreten? Nein, nie. Und du? Es wäre was Beständiges. Du könntest auch zu den Rebellen gehen. Sehr witzig. Warum nicht zum Imperium, über die Galaxis herrschen? Viele finden es erfüllend, Teil von etwas Größerem zu sein. Okay, aber du warst Soldat. Hat es dir je etwas bedeutet, für eine Sache zu kämpfen? Nein. Ich habe nur Befehle befolgt. Und zwar diejenigen zu töten, die für eine Sache gekämpft haben. Verstehe. Ich war sehr gut darin. Ja, schon gut. Okay. Aber wie können wir jetzt mit Jalen quatschen? Das mal kurz inspizieren. Jalen. Was haben wir da? Ah, da. Sagte, du hattest Schwierigkeiten auf Kijimi. Ja, wir haben Ankh, aber es war chaotisch. Das hätte ich besser machen können. Du
bist nicht die Erste, die von Crimson Dawn getäuscht wurde. Kira rüttelt die ganze Unterwelt auf. Wir müssen nach vorne blicken. Ja, stimmt. Okay. Gute Arbeit da draußen. Okay. Ich bin dann weg. Gut. Ich glaube, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Dann könnten wir Richtung Tatooine reisen, um da die Hauptquest weiterzumachen. Oh, wir haben Ankh rekrutiert. Nachdem Crimson Dawn sie manipuliert hat, dabei zu helfen, Krisk als Oberhaupt des Ashiga-Clans einzusetzen, hat Kay die talentierte Safeknackerin und Bombenbauerin Ankh in die Crew für den Raubzug rekrutiert. Jadins Plan für den Raubzug nimmt langsam Form an. Genauso auch Kays Traum von Reichtümern, die ihr Leben verändern werden. Wir haben jetzt gesetzlosen Gürtel und neuer Platz für normale Glücksbringer. Okay. Und sind auf Tatooine bei Wayfar. Lasst uns mal kurz gucken. Ausrüstung. Hier könnten wir jetzt das nehmen. Und wie sieht's hier aus? Duradan-Suppe. Ah, dann kann Nix mehrere Gegner gleichzeitig ablenken, allerdings mit reduzierter Reichweite. Je nachdem, was für Snacks der kriegt, kann der andere Sachen. Das ist natürlich auch cool. Lass uns mal bei Talismane gucken. Aber wir haben sonst keine weiteren Glücksbringer. Müssten wir mal finden. Werkzeuge, wir haben das Hacking Kit. Drei Werkzeuge stehen uns scheinbar noch zur Verfügung. Aber gut. Materialien haben wir einige neue, müssen wir jetzt nicht alles durchgehen. Dafür müssten wir jetzt mal gucken. Okay. Oh, was denn? Wo denn? Ach, da ist der Gesetzlosengürtel. Einmal kurz im Journal gucken, das Schwergewicht. Müsste hier, glaube ich, in der Nähe sein, oder? Wo sind wir denn? Wir sind hier im Suchbereich, also gehen wir hier mal bei Wayfar rein und gucken uns das an. Suchen wir nach dem Sheriff und bieten ihm ein Geschäft an. Gut. Ist das normal, dass die Stadt so leer ist? Keine Ahnung, aber sehr wachsam. Erinnert auf jeden Fall an The Mandalorian Staffel 2 und The Book of Boba Fett hier. Verlaufen? Hallo, ich suche einen Typen namens Hoss. Mit den Hutten? Für mich selbst. Dann ist es gerade schlecht. Hab gehört, dass ihr kommt. Quint? Sadachuba? Chitinka, Obapomaguna, Kionakas Eldagin. Nicht mehr. Ich bin jetzt Sheriff, Quint. Sheriff? Joybata. Gigi Sashut Watashehas. Da seid ihr nicht allein. Ihr kommt ein paar Tage zu spät. Er ist weg. Aku. Obergraber Mulira on Isubas? Nein. Er hat in meiner Stadt geplündert. Ich habe ihn eingesperrt. Aber dann ist er ausgebrochen und verschwunden. War die Mühe echt nicht wert, noch nach ihm zu suchen. Aber Obervente Noa Tinka, Kavastufpono Nolia, Tatuin, Bataji Sanopata Kunopata, Tajaba, Amtekapa. Ihr werdet den Leuten hier nichts wegnehmen. Chituama, Noa Jama. Oh, super. Tolle Teamarbeit. Das war's noch nicht. Hutten sind wie Sonnenschaben. Es kommen immer noch mehr. Na wunderbar. Sind es nur die beiden? Dann weg mit euch beiden. Ich hasse dich wirklich, oder? Man gewöhnt sich dran. Reden wir in meinem Büro weiter. Komm mit. Nur die beiden, das war's ja. Aber die waren mal in der Onaka-Gang. Interessant. Habt ihr hier oft mit denen zu tun?
Die Hutten nutzen jeden Vorwand, um uns anzugreifen. Oh, also dann passt das ja, dass du hier bist. Ich tue, was ich kann. Nix. Läuft hier schön mit den kleinen Beinchen mit. Wo lang müssen wir denn jetzt laufen? Aber die Atmosphäre hier auf Tatooine. Ich muss sagen, Tatooine ist zu oft genutzt, aber Tatooine ist auch einfach ein geiler Planet und hier auf Tatooine rumlatschen zu können, ist nice. So, so. Du bist also auch hinter Haus her, Kopfgeldjägerin. Nenn mich Kay und ich will nur mit ihm reden. Das ist das Letzte, was ich mit ihm machen würde. Aber ich bin dankbar für die Hilfe. Dankbar genug, um den Gefallen zu erwidern, Sheriff? Ich sag dir, was ich den anderen Kopfgeldjägern gesagt habe. Hoss wollte unser kleines Paradies hier ausrauben. Ich habe ihn bei der verlassenen Feuchtfarm gestellt. Dort hatte er sich eine Weile verkrochen. Dann fange ich da an. Beeil dich lieber. Jabba bietet viel Geld für die Ratte. Tja, dann probieren wir es bei der Feuchtfarm. Andy 5. Hoss ist geflohen. Der Sheriff meint, ich soll's bei einer Feuchtfarm versuchen. Moment. Ja, da ist einer in der Nähe. Ich schicke dir die Koordinaten. Ach, der Typ hat eine Menge Feinde, wie es scheint. Das lässt sich in seiner Branche kaum vermeiden. Auf zur südlichen Jundlandwüste an den Bantas vorbei. Wir fahren jetzt einfach erstmal. Das sieht einfach so aus, als ob da hinten nichts mehr wäre und irgendwann gesagt werden würde, so, hier reicht jetzt, du kannst nicht weitergehen, so eine unsichtbare Wand. Aber nein, man kann hier einfach rausfahren. Ja, die Dewbugs spawnen da erst rein, weil das kann in meinen Grafikeinstellungen liegen. Kann ich hier mit irgendwem quatschen? Oder da rein vielleicht sogar? Ah, bestimmt nicht. Oh, oh, nicht dagegen fahren bitte, Kay. Lass uns einmal kurz gucken. Einfach diesen Weg entlang. Okay. Wir sind langsam da. Ich glaube, ich bin da. Aber was ist das eigentlich für ein Ort? So überleben die Leute hier. Wenn du Wasser willst, gewinnst du uns aus der Atmosphäre. Oh. Wie heißen diese Viecher nochmal? Das sind die, die auch von den Tasken als Haustiere genutzt werden. Die haben wir in Episode 2 und in Mando Staffel 2 gesehen. Da wusste ich mal den Namen von. Aber cool, so wild eben, was einen angreift, hatten wir wenig. Auf T'Shara diesen einen, was auch immer es war, Tigerwolf, der Säure verspucken konnte. Gut, noch am Leben. Cool, dass es das auch hier in dem Spiel gibt. Suche nach Hoss. Dachte, ich könnte hier mal... Ah ja, doch, hier kann ich reingehen. Bringt mir aber nichts, wenn ich hier reingehe. Also, probieren wir es mal hier drüben. Kommt man hier irgendwo runter? Ah, von hier oben. Hoss, bist du da? Ich will nur reden. Hat schon definitiv Ähnlichkeit mit der Lars Farm. Muss man einfach so sagen. Was hast du gefunden, Nix? Ich bezweifle, dass es die Lars Farm sein soll. Hier kann ich was klauen. Und hier. Können wir da rein? Hä? Warum kann ich das denn nicht aufmachen? Hey, öffne mal die Rolltüren. Ah, nee, doch. Halten wir die Waffe mal gezückt. Bezweifle ja, dass der hier ist, aber man weiß ja nie. Das war Nummer 1, Nummer 2. Ach da. Hallo.
1, Nummer 2. Die Tür geht dann wohl auch auf. Und dann legen wir den Hebel um. So, wir haben Strom. Perfekt. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu tun? Nein. Geht bitte an, ihr Lichter. Und dann kommt Hoss jetzt hier auf uns zu. Oh, da geht's auf jeden Fall auf jetzt. Was hast du gefunden? Können wir dann nicht hier hoch? Perfekt. Die Halskette nehmen, den Behälter öffnen. 313 Credits. Und dann sind wir wieder hier, womit wir Hoss immer noch nicht gefunden haben. Wieder da nach unten. Die Tür war nichts. Lasst uns mal die Tür gucken. Müssen wir... Spitzen wir mal die Lauscher. Schön, hat funktioniert. Runter hier. Und dann... Beklauen wir Hoss mal, würde ich sagen. Überall Sand. Ich hasse Sand. Aber hier war Hoss auch nicht drin. Wie sieht's hier aus? Das ist zu. Kamen wir hierher? Hier kamen wir noch nicht her. Ist das Hoss? Hey, ND. Kein Hoss, nur ein toter Kopfgeldjäger und ein Transponder. Wenn er noch funktioniert, sollte er uns zu Hoss führen. Woher wissen wir, dass das nicht Hoss ist? Aber gut. Nikto scheint blaues Blut zu haben. Damit können wir jetzt wieder rauf. Rauf. Ist das hier richtig? Doch, das ist richtig, ne? Hier kommen wir raus. Jupp. Also gut. Schauen wir mal, ob der Transponder noch funktioniert. Ja, du hast aber auch ein paar Tode, oder zumindest ein Todesmarker, ne? Musst du nicht vergessen. Das 60 Meter wahrscheinlich nicht, oder? 48, ja, das ist... Ich will diese 60 Meter Challenge haben. Aber naja. So, oh oh. Kein Hoss. Aber er muss in der Nähe sein. Untersuchen wir mal. ND, Hoss hatte wohl einen Unfall mit dem Gleiter seines Verfolgers. Hat er überlebt? Es gibt keine Leiche. Vielleicht ist er die Klippen hoch. Vorsicht, Kay. Wenn er glaubt, du machst Jagd auf ihn, wird's gefährlich. Ja. Snipet er mich gleich? Mal gucken. Erstmal jetzt hier raufklettern und gucken, ob der hier in der Nähe irgendwo sein könnte. Rauf hier. Dann muss nix hier irgendwas aktivieren. Nee, wir müssen hier einfach nix. Mit unserem Seil rauf. Wir werden beobachtet. Oh, das ist nicht gut. Da kann ich aber auch nicht drauf schießen. Schwingen wir mal uns hier rüber. Aber dass irgendwann Tasken auftauchen müssten, war klar. Das ist nur deutlich eher, als ich da... Oh, Scarier! Streicheln wir dich mal. Ich glaube, die sind auch aus der Special Edition. Ich glaube, da waren die in Episode 4 einmal zu sehen, als die bei Mos Espa reinfliegen. Und in Episode 6 vor Jabbas Palast. Diese Geräusche gefallen mir nicht. Kann ich hier nicht durch? Doch, kann ich. Hey, 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 ich will keinen Ärger. Ich suche nur jemanden. Schon gut. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen.
Bitte was? Uhura glaubt, dass du nach mir suchst. Deshalb haben sie dich durchgelassen. Wenn du Hoss bist, hat er recht. Jalen Rex sucht dich wegen eines Auftrags, aber anscheinend hast du zu tun. Nein, nein, nein! Wenn Jalen fragt, bin ich dabei. Ich bin der Beste. Ja, ist ja gut. Ein paar Banditen haben den Tusken eine Kreiddrachenperle gestohlen. Sie dachten, ich wäre eine gute Geisel, aber das bin ich nicht. Die haben mich rausgeschmissen. Also bring ihnen die Perle zurück. Sie lassen mich frei und ich kann bei euch mitmachen, ja? Ach, wo ist sie? In einer Höhle, mit einem Haufen Bantherknochen davor. Da wimmelt es nur so von diesen Skrogs. Der Beste, ja? Du sagst es, Partner. Halt einen Kanal für mich offen. Wunderbar. Absolut wunderbar. Auf der Karte mal kurz gucken, wo das ist. Müssen wir hier lang. Okay, mal gucken, ob wir da uns einschleichen können. Kann ich den Speeder haben? Nein. Aber ja, dass die eine Kreiddrachenperle haben wollen, ist klar. Das ist spätestens mit The Mandalorian Staffel 2, glaube ich, vielen klar. Aber das ist auch schon in Legends so gewesen, dass das Besiegen von Kreiddrachen ein Ritual für die war, für die Tusken. Und dass die Perlen in den Mägen von diesen Dingern ziemlich, ziemlich wertvoll waren. Hey, mach dir mal ein anderes aus! Oh! Lasst mich gefälligst in Ruhe. Wartet. Eins, zwei. Ich hoffe, es sind auch wirklich nur zwei. Könnt ihr vergessen. Oh, hat geklappt! So, dann schauen wir mal. Diesen Explosivschuss müssen wir auch nochmal austesten, ne? Also, wenn wir hier mit Waffengewalt durch müssen, sollte ich den austesten, den ich jetzt neu habe. Ansonsten würde ich ganz gerne erstmal versuchen zu schleichen. Aber wenn hier nur ein Eingang in diese Höhle ist, ist die Frage, ob Schleichen so gut funktioniert. Okay, das Ding fällt auch ein Stückchen runter. Das ist aber cool. Noch alles dran. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh Mann, mit diesen ganzen Knochen hier, das kommt mir nicht wie eine normale Höhle vor. Schon ein bisschen gruselig. Andy 5, ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Okay. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil Haus in der Höhle ist? Ja, nah dran. Okay, man kann es hier also doch mit Schleichen probieren. Was übersehe ich? Eins, zwei, drei, bevor der weg ist. Nummer vier. Du hast jede Menge Ärger, Nix. Einige Piraten im Outer Rim sollen ganze Flotten besitzen. Ist sicher schön. Ruhig. Hier können wir hochkommen. Da ist noch einer. Schnell, schnell, schnell. Bevor der weg ist. Damit ich die Positionen von denen habe. Fünf Gegner hört sich jetzt erstmal nicht so. Da könnte man eine Explosion auslösen, muss jetzt aber nicht sein. Oh oh. Einmal nochmal. Ist ja verrückt. Dich markieren, bitte. Hier komme ich nur leider auch nicht mehr raus aus der Sache. Komm schon. Yes, das ist gut, das war ruhig. Die Frage ist, wenn ich den jetzt hier ausschalte, sieht der das da oben? Ich hoffe nicht. Komm schon. Weg mit dir. Oh mein Gott, wir könnten hier snipen. Ich nehme das Ding erstmal mit. Und sehe mich weiter um. Den nehme ich weg. Brauchen wir nicht unbedingt jemanden hier, der von oben uns wieder angreifen könnte? Und dann schauen wir uns hier mal um. Da können wir runter. Da sind Sachen, die man beklauen kann. Wartet, wartet, wartet. Ich will euch beide noch markieren.
Danke. Alles sauber, entspannt euch. Die Sniper-Blaster können wir, glaube ich, nicht mitnehmen, wenn wir jetzt hier runtergehen. Die Frage ist, sehen die uns? Die würden uns auf jeden Fall sehen, wenn wir hier runtergehen. Ist jemand in der Nähe? Aber vielleicht ist da drüben die Perle drin. Oder wir müssen da drüben weiterlaufen. Das kann natürlich auch sein. Boah, dass die jetzt gerade hier sind, ist nervig. Das ist sehr nervig. Den da hinten könnten wir ausschalten. Wir könnten jetzt hier halt von oben einfach snipen. Aber ich versuche hier leise durchzukommen. Sei doch mal leise hier. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, der guckt nicht in die Richtung, sonst haben wir Probleme. Eine Piratencrew, mit der ich früher unterwegs war. Runter. Hey, Oh nein. Lass es. Oh. Ich hab es doch gesehen. Aber die sind damit alle erledigt. Und damit haben wir nur den hier. Wenn die keinen Alarm auslösen, sollten wir in der nächsten Sequenz besser durchkommen. Hätte ich doch direkt snipen können. Das A300 Blastergewehr mitnehmen. Das ist ein sehr gutes Blastergewehr. Einmal den Behälter öffnen, bitte. Eine Chuck-Wurzel, was auch immer das ist. Ah, das hätten wir in Brand stecken können. Hä? Oh, hier kommen wir gar nicht weiter. Wie groß ist diese Höhle denn? Weil ansonsten könnten wir einfach gucken, dass wir hier sylvianisches Eisen... Ist da was? Wo denn? Nix. Wo siehst du was? Das könnten wir in die Luft sprengen. Da können wir rüber. Und dann hier weiter? Ah. Hallo? Holst du die Perle? Ja. Was ist das überhaupt? Oh, das ist ein Stein. Er ist hübsch. Du musst einen Kreiddrachen töten, um einen zu bekommen. Und das ist eine knifflige Angelegenheit. Die sind eine Menge Geld wert. Aber ich bin mehr wert. Du bist es gewohnt, dass Leute dich hängen lassen, was? Nein. Wollte nur sehen, ob du Grünschnabel Hilfe brauchst. Und die Tusken wägen ihre Optionen ab. Wie war nochmal dein Name? Kay. Vess. Sag ihnen, ich arbeite daran. Du machst das schon, Kay Vess. Bis bald. Das ist ja ein sehr netter Typ. Ha, das oh, muss sie sein. Kein Problem, oder nix? Also, wenn da draußen was ist, bin ich bereit. Immerhin. Wissen wir jetzt, wo sie ist. Eins, zwei... Sonst sehe ich gerade erstmal keinen. Da ist jemand, den wir hoffentlich leise ausschalten können. Sehr gut. Oh nein, haben die Tiere hier. Dich einmal und dich einmal. Dass die hier auch immer zu zweit sein müssen, ist nervig. Da sind noch zwei... Ich würde sagen, wenn es jetzt nur so einfache Piraten sind, 6-7 Stück, das kriege ich hin. Ich könnte mich hier entlang hangeln. Ist die Frage, ob die mich sehen. Ich probiere es einfach mal. Ein Schiff mit einem Berg an Kredits im Frachtraum überfallen. Kaum zu glauben, dass die Tusken uns noch nicht angegriffen haben. Vielleicht ist die Perle nicht so wichtig, wie wir dachten. Doch ist sie. Die glauben nur, dass hier noch ein Kreiddrache lebt. Ich meine, bei den ganzen Knochen davon... Was? Hast du Angst? Das ist einfach perfekt, so haben wir mehr Zeit, das Ding zu verkaufen. Nur für den Fall. Ein Stückchen weiter. Schön. Schnappen wir uns die. Eine Kreisdrachenperle. Oh, gib mir mal ein Gegner. Ups, ich dachte, ich könnte dir was klauen. Hoss, sag deinen, Freunden, ich hab ihre Perle. Mach ich, Partner? Hey, wir treffen uns bei der Höhle, am Hinterausgang. Okay, das heißt, wo lang müssen wir jetzt? Oh, wir hätten mehr für so eine Rauchbombe. Ist die Frage, ob wir hier einmal
Okay. Ich hoffe, dass ich hier einfach durch kann, ohne dass mich jemand bemerkt. Schließ es bitte. Okay. Wo müssen wir lang? Einen Weg aus der Höhle finden. Wenn ich schon höre, die Tasken glauben, dass hier noch ein Kraytdrache lebt. Die Tasken sind nicht so dumm, wie sie vielleicht aussehen mögen. Weiß ich nicht. Macht mir kein gutes Gefühl. Dass da vielleicht noch irgendwo ein Drache schlummern könnte. Weiter hier lang. Und ich vermute, dass hier irgendwo der Hinterausgang dieser Höhle sein könnte. Du bist tatsächlich am Leben. Jaylen hat einen guten Riecher. Hier. Alles gut? Sie sagt, ich kann gehen, wenn du meine Zeche bezahlst. Zeche? Ja, in der Kantina. Sag ihr, jetzt will ich dich nicht mehr. War ein Versuch wert. Also gut, komm zur Andockbucht 94 in Mos Eisley. Und wir verziehen uns. Willst du gar nichts über den Auftrag wissen? Du bezahlst, ich bin dabei. Fertig. Wir sehen uns dort! Okay, das heißt auf nach Mos Eisley. Unter den Zwillingssonnen hier. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.